David Jansson, erster Sieg gegen Schweden. Ist dieser Sieg besonders süß, weil er vor dem Heimpublikum geschah? Ja, das finde ich schon. Es ist unglaublich cool gewesen hier, die Stimmung. Und ja, das war wirklich cool, wie es auch war in Lausanne, wo wir auch extrem gepusht worden sind vor anderthalb Jahren. So, das ist natürlich ein cooles Geschenk von uns ans Publikum und ja, ein extra Bonus natürlich. Was hat dieser Sieg für das Schweizer Unihockey zu bedeuten? Ich glaube vor allem, dass man sieht, dass wenn man zielorientiert arbeitet über eine lange Zeit, bekommt man Resultate. Das Resultat ist einfach, ja, gerade das, ein Resultat vom Prozess. Und das finde ich cool, dass man, ja, wenn man richtig arbeitet, bekommt man Belohnung. Während dieser EFT hat man gesehen, die Schweiz hat sich stetig gesteigert. Ich nehme an, dass es das Pünktchen auf dem I, wenn man gegen Schweden gewinnt. Ja, das ist natürlich cool. Das muss ich sagen. Ich habe auch dieses Gefühl und ziemlich logisch finde ich, mit ziemlich vielen neuen Spielern und nicht so viel Trainingzeit gehabt. So ja, ist eigentlich logisch. Aber ich finde, mein ganzes Staff hat ganz gut gearbeitet mit den Jungs und die Jungs sind einfach extrem offen für Input. So. Von dem her ist es nicht, die Arbeit ist nicht so schwierig mit ihnen. Du sprichst es an, es hat viele Debütanten gegeben. Wie bist du mit ihnen zufrieden? Sehr cool. Haben uns eine Gig gegeben, die wir vielleicht nicht so gut erwartet haben. Heller war extrem stark von hinten. Roman Mittelholzer, eine neue Position hier, hat das wirklich sehr gut gemacht. Laubsche war ja sehr stark gegen Finnland und Jan Zaug hat ja eine wichtige Rolle übernommen. Und ich bin der Meinung, dass wir dort richtig umgegangen sind mit Jan Zaug beispielsweise, der jetzt in eine Rolle gehen kann, wo er profitieren kann. Wie geht es jetzt weiter mit der Schweizer Nationalmannschaft? Ja, jetzt ist das ja Analysearbeit und Feedbackarbeit für mich mit Video und ich freue mich extrem darauf, weil ich ein super Nerd bin. Dann ist es WM-Quali in Lettland. Wir haben ein Camp Ende Januar und dann WM-Quali Anfang Februar. Nochmals Gratulation zum Sieg und weiterhin gute Arbeit. Danke, merci vielmals.